Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Vor, oh Gott, Ewigkeit, langer Zeit, also gefühlt bestimmt ein halbes Jahr, habe ich mal diesen Look hier in einem Video getragen. Also ziemlich krassen blauen Lidschatten trage ich wirklich selten. Aber normalerweise trage ich den immer zu, also blauen Lidschatten trage ich sehr gerne, wenn ich blaue Strickjacken trage. Und ja, an dem Zeitpunkt hatte ich dieses Augen-Make-up hatte ich dann drauf. Also ist ein wirklich ziemlich krasses leuchtendes. Obwohl, wenn man das so von Weitem sieht, ist das, finde ich, sogar ein sehr guter alltagstauglicher Look. Den habe ich nämlich auch so auf der Arbeit getragen. Also demnach ist es jetzt nichts Außergewöhnliches. Nur ich trage halt einfach nicht oft blau. Aber unter diesem Video weiß ich noch, dass ich von ein paar Leuten gefragt worden bin. Ich glaube auch von der lieben Corinna. Viele Grüße an dich dann hier. Ob ich diesen Look mal schminken kann. Und ich habe gerade gedacht, komm, schmink ihn mal, damit ich dieses aus meiner Liste streichen kann. Weil ich zeige ihn euch ja auch im Video, aber und zwar, total schade, der ist mir nämlich schon kaputt gegangen. Und zwar geht es von dieser Iporo Bio Reihe, das ist so ein Lidschatten Quad, den habe ich mal gewonnen. Fragt mich nicht mehr bei welcher YouTuberin. Aber das ist halt dieses Blau. Und es ist nicht so viel daraus gebrochen. Ich habe ihn auch schon wirklich gut verwendet, weil immer, wenn ich Blau nehme, nehme ich diesen. Und der ist halt wirklich sehr schön leuchtend, ne? Und lässt sich auch prima verblenden. Ich nehme dann halt mal einfach den Bronzer, den ich dann halt auch gerade trage. In dem Fall halt, ich zeige es euch ja alles. Ja. Und so weit, so gut. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Und ja. Bis dann. Tschüss. As the world is getting darker, I will start a little fire just for you.